Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht es los mit einem sehr, sehr spannenden Vortrag zum Thema Interface Design aus Designersicht. Und hier habe ich die reizende Vanessa und die wird euch jetzt gleich einführen in das Thema Interface Design aus Designersicht. Und zwar ist dieses Thema so wichtig, weil es immer wieder Probleme gibt in der Kommunikation zwischen Designern und Entwicklern. Allerdings ist es sehr wichtig, dass beide Seiten sich gegenseitig wertschätzen, da nur so eine gute Zusammenarbeit möglich ist. Und wahrscheinlich ging es vielen von euch schon so, dass ihr euch aufgeregt habt über die sogenannten Pixelschubser, die wahrscheinlich euch nur nerven wollen mit ihren Konzepten. Tatsächlich ist dem aber nicht so, denn auch Designer machen sich vorher Gedanken und haben sich eben im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, warum das so sein soll. Aber natürlich muss das dann richtig an die Entwickler kommuniziert werden. Und wie das geht, mögliche Ansätze dazu und Gedanken, die gibt euch jetzt die liebe Vanessa. Begrüßt sie mit einem herzlichen Applaus. Ja, bin erstmal, hätte nicht gedacht, dass so viele Interesse daran haben. Aber gut, dann sage ich mal herzlich willkommen zu Interface Design aus Designersicht, Interface Design aus Kommunikationsdesignersicht. Aber ich fand Kommunikationsdesignersicht jetzt unbedingt ein bisschen zu lang. Kurz zu mir, ich studiere an der HS Mannheim Kommunikationsdesign und einer meiner Schwerpunkte ist interaktive Medien, wo ja Interface Design im Prinzip ein ganz kleiner Teilbereich ist. Und kam ich jetzt dazu, dass ich diesen Vortrag halte? Ich habe mich letztes Jahr auf der KlüPN, einer der Schuldigen sitzt hier vorne, über 4 Stunden das Thema unterhalten und dann war so, ja, bitte. So, besser. Und was arg dazu beigetragen hat, bei uns an der Hochschule arbeiten wir auch stark. Mit den Informatikern zusammen. Und auf mit den Informatikern von der Informatikfakultät und wir hatten auch sehr oft das Problem, dass diese Kommunikation einfach sehr brüchig war. Und jetzt ist meine Frage, wer findet sich in diesem Bild im Prinzip wieder von euch? Ab und an. Ja. Und ich möchte jetzt einfach, ich habe mir dann überlegt, okay, wie bringe ich das, wie gehen wir Kommunikationsdesigner bei der Entwicklung eines Interfaces vor? Wie bringe ich euch das am besten näher? Und wir werden uns anhand einer App sozusagen in unserem Prozess entlanghangeln, sozusagen. Und deswegen sieht mein Content im Prinzip so aus, wir machen eine Problemstellung, das ist für einen Kommunikationsdesigner eigentlich wirklich die Ausgangsbasis. Dann eine Problemanalyse, dann die Personas, die egal in welchem Designbereich du bist, das Wichtigste eigentlich sind. Dann über Sketching, über das Wireframing, über das Visual Design, bis hin zum Prototyping. Dann ein ganz kurzer Abschnitt in die Usability-Tests und dann am Ende kurz ja, das finale Produkt, wie dann dieser Übergang stattfinden sollte im Prinzip. Und bei der Problemstellung war es so, also die App, die ich euch jetzt vorstelle, war für den UX-Day in Mannheim. Und der UX-Day in Mannheim war im Prinzip noch, obwohl es ja wirklich um User Experience geht, haben sie halt noch wirklich Printmedium als ihre Programmhefte gehabt. Was ich ein bisschen schade fand. Und dann war so die Aufgabenstellung, hey, wir möchten gerne eine App dazu. Und ja, das war dann eigentlich sehr spannend. Und dann geht es im Prinzip damit los, Brainstorming. Brainstorming mit vielen, vielen Post-its. Ohne groß nachzudenken, soll man halt wirklich alles aufschreiben, was einem in dem Moment in den Kopf kommt. Egal was. Wirklich, es kann der kleinste, idiotischste Part sein, den man sich vorstellen könnte, weil im Prinzip keine Idee ist sinnlos. Die Sache ist die, alles, was ihr aufschreibt, könnt ihr auch später in anderen Projekten benutzen. Also wir zumindest. Und selbst wenn es dann in diesem Moment im nächsten Schritt nicht gepasst hat, mit dem, was man aufgeschrieben hat, es ist vielleicht dann passender für ein anderes Projekt, für das nächste oder das übernächste. Aber man hat zumindest mal so dieses Brainstorming gehabt. Und wenn am Ende die ganze Wand mit ganz vielen Post-its vollhängt und man ein riesengroßes Chaos hat, muss man strukturieren. Und dann erfindet man erstmal raus, okay, was ist jetzt wirklich für das, was ich möchte, sinnvoll, was ist sinnfrei in diesem Moment
und man macht halt wirklich Themenfelder und Farbschemen, dann so, okay, was für Features möchte ich drin haben? Hast du dir irgendwann mal überlegt, so, eigentlich wäre es cool, wenn da eine Timeline drin wäre. Das steht zum Beispiel jetzt auf einem dieser Post-its. Und denkst dir, okay, ja, das könnte passen, also sagen wir jetzt, Themenfeld-Features ist das drin. Und da kommt halt alles rein. Und wie gesagt, eins der Themenfelder ist dann auch, du hast dir irgendwann gedacht, okay, für wen mache ich das jetzt am Ende eigentlich? Wer ist mein Endkunde im Prinzip? Wer ist der Endnutzer? Und ja, und dann geht's halt wirklich schon in die Personas. Und Personas sind wirklich, sie sind Heidenarbeit, aber wenn man sich die Arbeit gemacht hat, erleichtern sie einem das Leben. Und bei den Personas ist es im Prinzip so, wir müssen wirklich hinterfragen, ist jetzt zum Beispiel, gehen wir jetzt mal, sagen wir mal, mein lieber Harold, ist die jetzt wirklich vertretend für 100 andere tausend Menschen mit ihren Wünschen, mit ihren Anliegen, was sie gerne an diese App hätte? Nein. Weil sie ist jetzt einfach nur ein Beispielperson, wo ich sagen kann, passt jetzt wirklich, hat sie ein Schnittfeld mit 100 anderen Menschen, die diese App später nutzen werden. Und da macht man sich dann wirklich gerne, Personas sind im Prinzip fiktive Personen, die ganz spezielle Wünsche haben. Du gibst denen wirklich, du gibst den Namen, du gibst den Alter, du gibst denen, sagst, die sind ledig, sie sind verheiratet, du sagst, die wohnen so und so in diesem Haus, in dieser Gegend, haben die und die Anreise. Und am Ende sagst du auch, okay, was möchten diese Personen am Ende gerne haben? Was sind ihre Wünsche? Und die Beispiele zum Beispiel, ja, in der Folie beschrieben, ist zum Beispiel Fabian Brecht. Fabian Brecht war für uns die vertretende Person für die ganzen Informatikbegeisterten, für die Mediengestalter, die halt dort sind, die beruflich hingehen. Und seine Wünsche waren, er möchte die Weiterbildung, er möchte gerne neue Anleitungen, er möchte Inspiration sammeln, er möchte Informationsaustausch und Networking. Und was auch wichtig ist für uns, zum Beispiel, was für Social Media nutzt er? Was sind seine sozialen Medien? Weil wenn du eine App gestaltest und sagst, okay, ich möchte vielleicht ein Feature, dass es sich mit irgendeinem dieser sozialen Medien später verlinkt, das ist halt so ein Punkt, den man immer beachten muss. Dann nur kurz, Beispiel, das war jetzt für die ganzen Studenten, weil der UX Day wird auch von Studenten besucht, dass die halt wirklich auch schon mal anfangen können, hey, was ist gerade der Trend im UX-Bereich? Oder da sind noch ganz viele Headhunter, die sagen, hey, klingt spannend, was du machst, melde dich doch mal bei uns. Nur als Beispiel. Und wenn du dann am Ende deine ganzen Personas erstellt hast, ist es halt so, dann musst du unterscheiden zwischen Primär und Sekundär. Du entscheidest dich, okay, welche Personas haben die größte Schnittstelle, dass du am Ende damit deine Apps erstellen kannst. Die Sekundären sind Sachen, ja, wenn du es mit reinbringst, ist schön, aber es ist auch nicht schlimm, wenn sie nicht dabei sind, die Wünsche, also dass du die erfüllst. Und jetzt beim UX Day war es so, wir haben hauptsächlich aus der Seite der Besucher das Ganze betrachtet. Wir haben den Veranstalter weggelassen, wir haben die Headhunter weggelassen. Weil im Prinzip, es sollte ja am Ende ein Programmheft werden. Und wenn das Ganze gemacht ist, geht's an die ersten Scribbles. Müssen nicht schön aussehen. Also im Prinzip, ein richtig gutes Scribble ist innerhalb von 5 Sekunden auf dem Blatt. Maximal 10 Sekunden. Und es muss später im Prinzip, du musst es deinem Kunden zeigen können, so in der ersten Ansatzweise, du, das ist meine Idee, was hältst du davon, so ansatzweise. So und so könnte es aussehen und er muss es auch schon erkennen. Also ja, es ist von Vorteil, wenn man zeichnen kann, wenn man es halbwegs versteht, visuell sich auszudrücken. Aber ansonsten, solange du es rüberbringen kannst, was du später gerne hättest. Und da ist auch so, da machst du noch nicht mal Gedanken über die Proportionen. Die kommen dann ja später bei den Wireframes, wo du dann sagen kannst, passt das jetzt wirklich da rein oder nicht. Und das waren jetzt zum Beispiel nochmal ein paar wirklich, die zu dem UX Day dann damals entstanden sind. Nochmal abgezeichnet, also das war unser Ausgangspunkt. Das war ungefähr Phase 1 und dann 10 Wochen später war ich wirklich die App, also das Prototype war dann am Ende fertig. Und bei den Wireframes, was das jetzt sehr persönlich gesehen, was mir hilft, ist ein Raster zu entwickeln. Du sagst zum Beispiel, wie viele Grids du möchtest, also wie viele Spalten. Ist auch viel Aufwand, aber es macht dir das Leben auch einfach. Weil wenn du weißt, wie viele Spalten du hast, du kannst dann komplett frei alle Elemente rumschieben. Und es ist trotzdem am Ende noch harmonisch. Und was ich jetzt sage, was ich empfinde, wenn du für Apps machst, reichen 3 Spalten. Empfinde ich. Und wenn du für Web und alle anderen Anwendungen, wo halt größer ist, 5 aufwärts, dann bist du auch nochmal weitaus freier in deiner Gestaltung. Und dann setzt du im Prinzip deine Elemente. Und bei deinen Elementen ist so, musst du auch dann nochmal bedenken, da ist eine Hierarchie schon. Was ist jetzt wichtig? Möchte ich mir das Bild aussagen? Möchte ich mir, dass der Text wichtig ist? Möchte ich mir, dass Eigens oder andere Sachen wichtig sind?
Und gehen wir jetzt rein vom UXT aus, es ist ein Programmheft in Handyformat. Also heißt, der Text ist wichtig. Das heißt, das Bild, Bildmaterial ist eigentlich sehr gering zu halten. Man möchte zwar sehen, wer ist der Speaker später, der diesen Vortrag hält, aber du brauchst jetzt nicht unbedingt ein komplettes, über den ganzen Bildschirm ein Bild haben, unter anderem. Also das war halt unsere Gedankengang. Wir haben gesagt, wir stellen den Text in den Vordergrund. Ja. Und wenn dann die Elemente und etc. steht, der Wireframe, dann kommt es ins Visual Design. Was ich sagen muss, was mir am meisten Spaß macht und vielen bei uns im Kommunikationsdesign, weil wir überspringen auch ganz oft den Wireframe schon. Also wir machen sehr oft nicht wirklich diese Kästchen mit den Kreuzen, wir gehen wirklich schon, wir überlegen uns, okay, wie könnte es später aussehen, weil es für uns einfacher ist, schon mit Farben, mit allem Möglichen zu arbeiten und dann Sachen zu ändern. Und da kommen wir dann auch schon zur Farbwahl. Farbwahl ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, wie viele von euch haben Probleme, ein harmonisches Farbbild zu erstellen? Kann ich gleich sagen, geht auf Filmdesign und so. Also zumindest Kommilitonen von mir, die haben auch, es sind meistens wirklich nur Nuancen von 2-3%. Und da ist es so, wenn man jetzt sieht auf der rechten Seite, das sind jetzt die Farben, die zurzeit Trend sind. Ja, Gradient und Trend. Es ist schön anzusehen, überall sieht man diese Farbverläufe, weil ich gerade so 2 überraschte Gesichter sehe. Und da überlegst du dir dann halt auch, okay, welche Farben passen hier zusammen, was passt, möchte ich diesem Trend folgen, möchte ich wie jeder andere diesem Mainstream folgen oder möchte ich, dass meine App doch heraussticht in dem Fall. Und bei der Farbwahl spielt auch ganz viel Farbpsychologie mit. Sagen wir jetzt zum Beispiel dieses wunderschöne magentafarbene rosa, rot, steht zum Beispiel in asiatischen Ländern für Vertrauen. Deswegen sind auch die meisten Banken in asiatischen Räumen rosa gehalten, was bei uns wiederum blau ist. Und gehen wir in arabische Länder, wenn du da rosa nimmst, tun dich deine Kunden direkt wieder vor die Tür setzen, weil sie sagen, rosa ist verweichlichend. Farbpsychologie. Und beim UX Day war es so, wir hatten es ziemlich einfach. Und zwar waren die Farben eigentlich schon vorgegeben, ein Cyan und ein absolut hässliches Neongelb. Und unser Team war so, wir haben gesagt, okay, wir finden diese Farben harmonieren nicht. Wir haben dann im Prinzip das linke Farbschema entwickelt. Weil wir gesagt haben, ja, das Blau darf drin bleiben, aber dieses Neongelb finden wir einfach nicht passend. Und ja, und wenn man dann die Farben hat, muss man eine Farbhierarchie erstellen. Weil die Sache ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Aktion auslöse und das Element wird gelb und im nächsten Moment wird plötzlich ein Text gelb, verwirrt es den Enduser. Also du überlegst dir wirklich, wo stehen am Ende deine Farben. Für uns war das Anthrazit, war eine Zierfarbe, von da halt ganz nach hinten. Das Petrol war die Hintergrundfrage, kann deswegen auch ziemlich nach hinten, das hat keine größere Bedeutung. Das Cyan, dass es halt doch wieder mit drin ist, ist auch eine Zierfarbe, aber es soll sich vom Hintergrund abheben, deswegen ist es nochmal ein bisschen wichtiger als die Hintergrundfarbe. Dieses Gräuliche, weil rein weiß tut den Augen einfach nur noch eine Weile weh. Es ist die Textfarbe, deswegen steht sie hier ziemlich weit oben und gelb war für uns die Aktionsfarbe. Also immer, wenn eine Aktion ausgelöst wurde, wenn du zum Beispiel irgendwas gefafft hast, hat sich die Überschrift auch später in der Timetable, was ich auch noch zeigen werde, hat sich gelb gefärbt. Dann wusste der User, oh, da ist was passiert, wunderbar, gelb heißt, da ist irgendwas, ich habe interagiert. Und das Beste ist eigentlich, wenn du schon mit deinen Farben den Nutzer dermaßen leitest, dass er automatisch weiß, unbewusst besser gesagt, oh, da ist was passiert, wunderbar, ich kann weitermachen, ohne dass es wirklich offensichtlich registriert ist. Jetzt, ja. Und da gibt es jetzt für die Leute, die Probleme mit Farbwahlen haben, eine wundervolle Seite, weil die Sache ist auch die, ich empfinde maximal 5 Farben, weil je mehr Farben du nimmst, desto kitschiger, ich nenne es kitschiger, wird es halt am Ende. Und bei Colors Co. kannst du unter anderem für Leute, du möchtest ein Farbschema, klickst einfach nur auf die Leertaste und es tut dir direkt ein neues Farbschema auswählen. Du sagst, oh, dieser Grünton, der gefällt mir, der passt in mein Projekt, kannst du hier unten auf dieses Log gehen und es spuckt dir 4 weitere Farben aus, die auch zu dem Farbton passen. Oder du sagst, du hast einen Farbton und weißt ganz genau, welchen du möchtest, aber dir fehlen die Restfarben, kannst du hier alles eingeben und kannst dann wieder auf Log machen und kannst die restlichen Farben dir ausspucken lassen. So für Leute, für die es erstmal schwerfällt, so in dieses ganze Thematik reinzukommen. Ja.
Dann Icons ist auch immer so ein wunderschönes Thema bei uns im Design. Die Sache ist, du möchtest eigentlich auch, dass der Nutzer sofort ohne groß erklären weiß, oh, da ist ein Home-Button, das ist ein Häuschen, das weiß ich. Auch wenn es jetzt im ersten Moment sehr banal ist. Du möchtest, dass er die Icons eigentlich wiedererkennt. Du möchtest, dass er, wieder gesagt, ohne zu erklären, seinen Weg findet. Und da hast du dann auch verschiedene Möglichkeiten. Wir erstellen die Icons selber, meistens. Oder wir gehen halt wirklich auf Ressourcen zurück, wenn wir sagen, hey, das ist genauso, wie ich es haben wollte. Warum soll ich es gerade neu erfinden und gebe halt dafür den anderenjenigen sozusagen die Lorbeeren? Er hat es super gemacht, also nutze ich es. Und bei uns war es so, alle haben bei uns in diesem Kurs diesen Stern genommen, wenn es darum geht, du möchtest einen Talk favorisieren, sodass er dir später angezeigt wird. Und mir so, wollen wir auch wieder diesen langweiligen, immer wieder gesehenen Stern nehmen? Nein. Und zwar beim UX Day ist im Logo selber eine Flamme mit drin und es wird von der Kühlhaus AG gemacht und die haben auch eine Flamme drin. Und wir haben dann gesagt, warum aus dem Stern nicht eine Flamme mache? Dann heißt es halt statt gefafft, geflammt. Mir ein Flammen wegen der Neugier, was da später passiert. Also so kann man dann anspielen und kann dann später im Prinzip sein Design individueller machen. Und da sind zum Beispiel Seiten, wo Leute, die jetzt nicht unbedingt darin begabt sind, Icons zu erstellen, weil es ist doch viel Arbeit, es ist doch sehr kleines Funzelsarbeit, wenn man wirklich gucken muss, ist jetzt alles wirklich allein oder nicht. Es gibt Flaticon unter anderem. Einmal anmelden kostet nichts, außer ihr holt halt euch eins dieser Premium-Produkte. Aber ich muss sagen, selbst die kostenlosen Sachen, die man sich laden kann, sind wirklich super und anwendbar. Dann noch Icon Store, auch für jeden, der sich nicht unbedingt mit der Erstellung auseinandersetzen möchte. Ja. Und dann natürlich, egal in welchem Bereich, jetzt das nächste Thema, Schriften. Es gibt die typografische Regel, nie mehr als 3 Schriftarten miteinander kombinieren. Und am besten eigentlich aus der Schrift schnitten, also dass du Medium, Bold, Light entweder nimmst, das ist das Harmonischste fürs Auge. Da musst du denken, okay, mache ich jetzt wirklich für Print oder mache ich wirklich für eine Browser-Anwendung oder für eine App und sagst halt, es darf nicht verpixeln, die Schrift, es muss gut lesbar sein. Und du möchtest zum Beispiel, wie ich auf der linken Seite so das zweite kleine, da steht, dies ist eigentlich der wichtigste Part des Textes. Es soll groß genug sein, dass du nicht die ganze Zeit mit deinem Handy sitzt und so, was steht da jetzt? Weil es geht auf die Augen, es ist doof und irgendwann hat der Nutzer dann auch keine Lust mehr. Und ich sag mal, wenn du jetzt eine App hast, wo du einen ganz präzisen Screen haben möchtest, wie ein Plakat, dann kannst du von mir aus eine ganz verrückte Schrift nehmen. Und Wurt Keidemann hat gesagt, im Prinzip diese typografischen Regeln kann man brechen, wenn man weiß, wie. Dann kannst du wirklich frei hantieren und kannst machen, was du willst. Ich sag halt, für eine App-Anwendung sind serifenlose Schriften am angenehmsten zu lesen. Am besten wirklich eine, die sehr geometrisch sind. Das ist einfach fürs Auge angenehmer. Ja. Und wenn das Ganze steht und wir unsere Ideen sozusagen gemacht haben, hocken wir uns ans Prototyping. Und da gibt es verschiedene Anwendungen, unter anderem Marvel, Figma und UX-Pin. Und noch viele, viele mehr. Das sind halt die, mit denen ich mich jetzt auseinandergesetzt habe in den letzten 4 Jahren. UX-Pin ist in der Hinsicht gut, du kannst im Prinzip mit deinem Partner direkt darüber kommunizieren. Du tust da dein Interface gestalten, deine Oberfläche und er kann direkt kommentieren seitlich, du guck mal, ob du die Farbe nochmal änderst oder du, das Ding ist gerade so weit oben, mach's runter oder er kann es selber ändern. Und du kannst es auch direkt an Leute schicken und sagen, hey, guck doch mal rein, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung, der Kunde kann direkt reinschauen und kriegt im Prinzip sowas zu sehen. Und freut sich halt darüber, mal einen Schritt weiter zu sehen, als jetzt die Scribbles oder den Wireframe. Ich selber finde Marvel ganz gut. Das ist aber komplett persönlich. Marvel hat dasselbe Prinzip. Du kannst dich noch mit deinem Partner oder mit dem Mid-In-Designer wieder da einloggen und könnt beide darüber schauen, passt es nicht. Ihr könnt beide was verändern. Und bei Marvel ist das Schöne eigentlich dann später für den Usability-Test. Du lädst dir die App aufs Handy und kannst direkt, was du hier erstellt hast, aufs Handy laden. Also im Prinzip der Tester später, der Proband, kann im Prinzip schon am Handy schauen, ja, habe ich das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, passt das nicht. Und Marvel simuliert auch Swipen, Hovern etc. Also es ist ziemlich nah am Endprodukt schon, was ganz Schönes. Einziger Nachteil, die Hotspots setzen. Du klickst ein Bild an,
zum Beispiel jetzt irgendein Insta-Icon, und dann musst du da unten erstmal ewig scrollen, bis du den Bildschirm findest, wo du hin wolltest. Und manchmal kann es sein, dass du ihn beim ersten Mal nicht findest, beim zweiten Mal auch nicht, und irgendwann denkst du dir nur, ich mache jetzt erstmal eine Pause und hol mir einen Kaffee oder sowas in der Art. Und das finde ich halt schade, weil eigentlich hat Marvel schönes Potenzial. Was wiederum dann bei Figma ist ein komplett anderer Aufbau. Man hat dann wirklich jeden einzelnen Screen hier, muss es dann für sich selber ordnen, weil sonst ist darin Chaos für dich und du findest auch nichts mehr. Figma hat aber den Vorteil, so sieht dann das Hotspot-Setzen aus. Du siehst es, du kannst direkt im Prinzip sagen, okay, da oben ganz rechts, da möchte ich jetzt, dass dieser Icon sich damit verbindet, also dass da dann die Aktion passiert. Figma hat aber den Nachteil, Figma simuliert zum Beispiel nicht das Viben und du drückst im Prinzip, du drückst die ganze Zeit nur drauf, und das sieht dann, viele Testpersonen haben dann halt gemeint, ich möchte eigentlich swipen, warum geht das nicht? Und das ist halt, das ist der Nachteil bei Figma. Was bei Figma aber auch noch spannend ist, für Leute jetzt wie mich, die nicht unbedingt mit Code umgehen können. Ich bin nicht unbedingt, ich kann es ein bisschen, aber ich bin nicht gut. Die tun dir am Ende einen Code raus sogar. Wenn du auf eins der Elemente klickst, auf einen der Dinge, kommt dann ganz rechts, kannst du drauflegen und dann tun sie dir den Code sagen. Dann sagen sie da und da, das und das allein etc. Was für mich manchmal ganz nett ist. Und dann, wenn der Prototyp steht, kommen die Usability-Tests. Und da ist es so, ich werde es nur ganz, ganz knapp ansprechen, also die drei, die mir hauptsächlich durchgenommen haben, es gibt ja genügend, und zwar das In-Person, das habe, wie gesagt, du tust auf dem Handy, du hockst daneben, du hast die Kamera dabei und du stellst zum Beispiel, sagst, hey, klicke mal dein Ticket, jetzt in dem Fall, und dann siehst du, versteht er sofort, was er machen muss, ohne groß erkläre, und du musst halt auch immer noch sagen, dass der Proband während diesem Test, muss er ganz genau laut sagen, was ihm jetzt auffällt, was er jetzt macht. Und du musst ihn immer wieder dran erinnern, hey, denk dran, du musst das jetzt kommentieren, laut. Weil, wie soll ich damit arbeiten, wenn du mir nicht direkt in dem Moment das Feedback gibst? Bei dem Monitored Remote ist so, das ist im Prinzip wie Skypen. Ich vergleiche es einfach mit Skypen. Ich hocke an meinem Monitor, jemand anders am Monitor, wir reden darüber, ich sehe auch direkt, was er macht, was er nicht macht. Ich kriege immer noch die Emotionen mit, so, verzieht er jetzt Gesicht, weil er nicht versteht, was das soll? Und, ja. Und bei dem Unmonitored Remote ist es halt so, du setzt deinen Probanden in einen extra Raum, wo zum Beispiel Eye-Tracking ist und guckst halt, wo schaut er jetzt hin, passt das, passt nicht. Und du siehst erst am Ende, was wirklich rausgekommen ist. Und das Letztere haben wir jetzt nicht gemacht, aber es ist halt trotzdem ein sehr weit verbreitetes Usability-Test, eine sehr weit verbreitete Usability-Test-Methode. Und bei der In-Person, wir haben mit 100 Leuten dann getestet. Wir waren fleißig. Und dann kam halt vieles raus, was eigentlich in jeder Phase ist, dieses Repeat. Egal in welcher Phase du bist, du musst immer wieder von vorne teilweise anfangen. Es kommen neue Fragen aus, zum Beispiel, ist das Ding sicher genug? Das kommt ja irgendwann später. Möchte ich überhaupt, dass Leute sich anmelden? Möchte ich überhaupt, dass Leute ihre E-Mail-Adresse geben? Weil ich weiß von mir selber, je mehr Daten ich von mir rausgeben muss, desto unzufriedener bin ich eigentlich. Und das kommt dann immer erst zum Nachhinein. Was möchte ich nicht? Zum Beispiel, wir hatten ganz am Anfang, also Kommilitonen hat gesagt, hey, eigentlich sollten die Leute sich anmelden, damit wir später ein Archive haben, wo die Leute dann gucken, oh, der Talk hat mir gefallen, ich kann direkt da reinschauen. Ich so, du, die, nach dem Event löschen die App sowieso und tun sie irgendwann wieder installieren, wenn es nächstes Jahr wieder ist. Also ist dieser Schritt, dieses, ich melde mich an, habe einen Account, total sinnlos in dem Moment. Und das kommt halt immer nach jedem Schritt, zum Beispiel, genauso bei den Farben, vielleicht verstehen die Leute am Ende die Farben nicht. Da musst du die Farben nochmal neu machen. Dann verstehen sie die Icons nicht, musst du die Icons nochmal neu machen. Also im Prinzip ist es immer wieder und immer wieder wiederholen. Und deswegen dauert es bei uns auch so lange, weil wir uns wirklich Gedanken darüber machen, passt es jetzt, passt es nicht. Und wenn wir dann Glück haben, so nach 10 Wochen oder früher, je nachdem wie gut alles gelaufen ist, können wir dann an die Entwickler einen sogenannten Style Guide geben. Und ja, und die tun dann im Prinzip am Ende das machen, was wir haben wollen. Oder, ja, was wir haben wollen. Was ich halt schade finde, ich hätte halt gern, dass die Entwickler und Designer mehr miteinander kommunizieren. Wie das Anfangbild halt war, dann ist halt so, Gott, ihr habt so utopische Vorstellungen. Wir müssen euch jetzt erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das war gestern ein Dozent von meiner Hochschule, der hier wird, der mit mir darüber reden und seiner Frau mich so vorgestellt hat. Ja. Und, oder was wir auch ganz oft hatten, ja, ihr denkt euch ja nichts dabei. Ihr macht das ja willkürlich, um es teilweise zu ärgern. Also, es ist bei uns jetzt sehr, sehr, sehr extrem, muss ich sagen. Ich sage nicht, dass es auf alle zutrifft.
weil davon gehe ich nicht aus. Und bei uns ist es einfach, ich finde es halt schade, dass dann, oder wenn wir uns mal gegenseitig versuchen, was zu erklären, zum Beispiel, hey, so und so habe ich es mir vorgestellt, und er so, nee, das geht nicht, aber nur weil er sich den Moment nicht vorstellen kann, was ich von ihm wollte, weil es vielleicht falsch aufgesquibbelt wurde, oder ich mich falsch formuliert hatte. Und das ist dann halt schade, wenn diese einfache Kommunikation nicht stattfindet, weil beide dann irgendwann, sagen wir jetzt mal, das Ganze geht jetzt eine Stunde hinher, beide stehen auf Durchzug und sagen, nö, ich habe keinen Bock mehr, wir treffen uns nächste Woche wieder. Es klingt böse, hatten wir oft genug, und ja, ich finde es schade, und das möchte ich eigentlich, weil ich sage mir, viele der Entwickler in meinem Team hatten auch ganz gute Ideen, so, hey, die Idee ist gut, die können wir so und so umsetzen, und das macht das Ganze sogar noch einfacher. Oder dann war ein Beispiel, weil ich ja sage, ein Interface sollte eigentlich zeitlos sein, was man halt länger benutzen kann. Außer du möchtest halt etwas, was jetzt nur für ein Event ganz speziell ist, dann kannst du dich da austoben, aber viele Firmen hätten halt gerne was Schlichtes, was Minimalistisches. Also viele Firmen, mit denen ich zu tun hatte, wollten halt das. Und dann war es so, einfach diese Sprachwahl. Wir haben gesagt, wir machen en-de für die Sprachauswahl, und dann kam der Entwickler ganz stolz, guck mal, was ich gemacht habe, und setzt uns da die britische und die deutsche Flagge unter rein in unser Design. Und ich sag mal, wenn er vorher gesagt hat, du, ich hätte eine Idee, aber es nicht direkt umgeändert hat vor der nächsten Präsentation, wäre es vielleicht ein bisschen klimpfiger ausgegangen, weil ich gesagt habe, du, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, warum das so ist. Und das, manche von uns empfinden es dann als respektlos, wenn halt Leute plötzlich meinen, sie haben eine ganz tolle Designidee, dieses typisch, dass da reingehen und einfach machen, ohne uns vorher mit uns das Ganze auszutauschen, was ich schade finde. Als Beispiel. Und ja, einfach diese Kommunikation, und Kommunikationsdesign zum Beispiel hat auch viel damit zu tun. Also wir haben eine Problemstellung, wir machen eine Problemanalyse und versuchen, dieses Problem zu lösen mit allen Leuten außenrum. Die Kommunikation muss halt auch stattfinden zwischen allen. Und wenn da irgendwie ein Bindeglied nicht funktioniert, dann ist es eigentlich ein großes Ärgernis. Dann sage ich danke, und ja, sind noch Fragen? Genau. Dankeschön. Genau, erstmal einen Applaus. So. Gibt es denn eurerseits noch Fragen? Ja, sehr gerne. Upsala. Gerade noch mal kurz die Hand heben, bitte. Ach, hier vorne. Ja, ich wollte fragen, wie gehst du vor, wenn du Design-Pattern hast, die die Entwickler immer verwenden wollen? Ich kenne das jetzt zum Beispiel von Cloud-ERP-Systemen. Da kann man leider nicht so frei designen als Berater, wie man das gerne wollen würde. Tauscht ihr euch dann immer wieder aus, was möglich ist? Und genau. Machst du das Design dann anders, je nachdem, was die empfehlen? Oder? Wir hatten letztes Semester ein Bot-Projekt. Und da war es so, eigentlich hatte der Endkunde hatte ein ganz spezielles Pattern. Und wir haben gesagt, gut, wir übernehmen auf jeden Fall die Farben, wir übernehmen halbwegs das Raster und haben das aber mit dem Kunde auch abgesprochen. Wir haben gesagt, sozusagen, hey, das ist nicht schlecht, aber du damit, mit dieser und dieser Idee, mit diesem Version würdest du vielleicht doch noch mehr die Kunden mehr ansprechen. Also du versuchst es wirklich zu kommunizieren, warum du jetzt was ändern möchtest in seinem, ja wie du sagst, Pattern, was er eigentlich schon hat. Es ist nicht, dass wir nicht respektlos gegenüber dem Kunden sind, es ist einfach nur, wir haben Ideen, und wenn er sagt, nee, du, will ich nicht, dann akzeptieren wir es auch. Ab einem gewissen Punkt. Wenn wir halt sagen, nee, dieses Argument, die Jahren so, also lassen wir es so. Das ist dann so, wo wir denken, okay, schade. Aber dann arbeiten wir halt damit und versuchen, das Bestmögliche aus dem Ganzen rauszuholen. Ja. Hat es das beantwortet? Gut. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Habt ihr Erfahrung mit User Stories, und in welcher dieser Sequenzen, die du erklärt hast, man das am besten reinbringen kann? Bei den Personas im Prinzip. Also du, je nachdem, also, Moment. Kannst dir zeigen, kleinen Moment. Also im Prinzip, dieser kleine Text oben ist so ein Mini-Ausschnitt aus dieser User Story. Mini-Ausschnitt. Also du versuchst eigentlich, wenn du diese Persona vorstellst, du redest ja, du liest ja keinen Text ab, in dem Sinn. Du erzählst dann so, ja, zum Beispiel Fabian Brecht, der wohnt jetzt halt da und da und der möchte unbedingt das und das, und du entwickelst diese Story ja immer weiter. Zum Beispiel, wenn du, wie gesagt, bei dem Repeat, du merkst dann zum Beispiel, eigentlich hätte er ganz gerne noch mehr Sicherheit in dem ganzen Dinge.
also in dem ganzen Endding. Und diese User Story ist ziemlich am Anfang schon. Und die entwickelt sich eigentlich mit dem Projekt auch immer weiter. Bis halt zum Punkt, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir uns wirklich auf das Produkt konzentrieren und das war's. Okay. Gibt es denn noch jemanden mit Fragen? Dann wandere ich gerade rüber. Alles klar. Danke für den Vortrag, war total cool und ich finde die Folien sehr, sehr geil. Hast du noch ein, zwei Wörter, wie du die Folien irgendwie erstellt hast, weil das finde ich immer total schwierig, schöne Präsentationen. Oder gibst du mal einen Talk darüber? Die Folien eigentlich ziemlich simpel, so habe ich es gelernt, mit InDesign. Ah, cool. Also wir erstellen halt mit InDesign, wir werden halt wirklich darauf getrimmt, so böse es jetzt klingt, hier kann ich es glaube ich sagen, wir müssen Adobe können. Okay. Weil Adobe halt das ist, was auf dem Markt führend ist. Was ich nicht schlecht finde, du kannst aber InDesign auch Quarks oder auch nicht. Funktioniert es jetzt hier? Quarks Express oder InDesign oder was halt liegt, zum Beispiel UX Pen, kannst du genauso gut dafür nehmen, um Folien zu erstellen. Ist halt eine Webanwendung, deswegen fand ich sie nicht ganz so prickelnd mehr, weil das Problem ist, sobald du kein WLAN mehr hast, kannst du das Ding nicht mehr benutzen. Du bist halt immer darauf angewiesen, dass du Internetzugang hast und das ist halt schade. Und die Folien im Prinzip, kannst du dir hier zeigen? Yep, Schriften. Siehst du hier, ich habe im Prinzip mit Spalten. Du machst da wieder deine Spalten, du machst dein Raster und dementsprechend, du entscheidest, wo Überschriften, du entscheidest, was ist deine Schriftgröße jetzt nur für Überschriften, was ist deine Schrift halt dafür. Wenn nicht, ich kann es dir später auch gerne noch mal genauer erklären, wenn du es möchtest. Ja. So, noch mal eine Frage. Hi, danke auch von mir für den Vortrag. Meine Designer, mit denen ich immer zusammengearbeitet habe, die haben immer eine gerade Anzahl an Gridspalten verwendet Und du irgendwie immer nur ungerade. Und zwar ist, das haben wir ganz am Anfang des Studiums gelernt, gerade Zahl, zum Beispiel die 5, Zahl 5, ist für den Menschen weitaus angenehmer. Grundlagen der Gestaltung war das und du kannst mit denen halt weitaus mehr spielen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nur zwei Fünftel dieser Spalten nutzen und kannst sagen, hey, da kommen jetzt die Bilder hin. Das ist dann harmonisch und sagst dann, oder drei Fünftel sind dann Text, weil immer so drei Fünftel ist eigentlich so die angenehmste Breite, wenn du was nimmst für einen Text. Also ich habe es halt so gelernt, ich kenne diese geraden Spalten, habe ich nicht wirklich mich damit auseinandergesetzt, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Es ist halt, damit habe ich mich halt herangetastet und mit dem fühle ich mich auch am wohlsten. Also es ist je nachdem, welcher Designer, je nachdem, was der Branche, dann hat halt sein Schema F, nach dem er vorgeht, um sich halt am wohlsten fühlt. So würde ich es jetzt mal sagen. Danke. Genau. So, noch jemand eine Frage? So, ach hier. Ja, danke auch für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu Animation oder zu Interaktivität. Also was nutzt ihr da für Tools oder wie kann man das darstellen und auch kommunizieren dann später an die Entwickler, wie eine Animation aussehen soll, wie die Interaktivität sein soll? Wir nutzen Cinema 4D zum Beispiel oder auch ganz viel After Effects. Also die meisten nutzen auch einfach die Kombination aus Cinema 4D, also bei uns jetzt, ich spreche jetzt wirklich rein von meiner Hochschule, nicht, dass ich noch irgendwelche andere Designer jetzt hier irgendwie auf den Fuß tritt, und zeigen ihm, wir machen ein GIF zum Beispiel. Oder manchmal von uns ist so, ich kann mit 3D umgehen, ich kann die Dateien so erstellen, dass ich es am Ende dem Entwickler geben kann. Und wir kommunizieren, ist dieses Dateiformat, wie ich es dir gebe, ist es das Passende, ist es nicht passend? Und das läuft halt auch wieder mit dieser Kommunikation, Feedback und ja. Und ja, also wie gesagt, After Effects und Cinema 4D. Ich nutze aber zum Beispiel auch noch Maya. Und es ist auch unterschiedlich. Also du versuchst einen Weg zu finden, deine Animation. Das war bei den Scribbles. Moment. Scribbles. Siehst du ganz unterm Eck diese Flamme und da gehen ja die Pfeile auseinander und das soll sozusagen andeuten, dass diese Flamme größer wird im Ladeprozess. Also du versuchst es damit in den Scribbles schon mal den Leuten darzustellen, hey, hier soll irgendwas passieren
Und dann versuchst du es haargenau denen zu erklären, wirklich. Beim nächsten Briefing sagst du, so ist der Anfangsbildschirm und so hätte ich es gern, dass es am Ende ist. Ist das machbar, ist das nicht machbar? Da ist wieder diese Kommunikation. Weil, wie gesagt, so, bring mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Vielleicht habe ich ja ganz komische Vorstellungen, weil ich keine Ahnung habe gerade, ist es machbar oder nicht für denjenigen. Und das ist halt, wieder gesagt, diese Interaktion miteinander. So, super. Da hier. Hi, danke für den Vortrag. Kannst du noch mal ein bisschen näher beleuchten, wie die Feedback-Zyklen zwischen Entwickler und Designer-Menschen war? Ich kann dir von dem einen Projekt sagen, da war es wöchentlich. Und zwar war es bei den Informatikstudenten, also die zukünftigen Entwickler, war es so, die müssen einmal in der Woche müssen sie so einen Kurzvortrag halten über den Stand der Dinge. Und dann war es so, entweder hast du dich vor diesem Vortrag mit ihnen getroffen, also so einen Tag vorher, oder du hast dich zwischendrin immer mal wieder getroffen, um zu sagen, hey, wie weit seid ihr? Kann man noch irgendwas tun? Was braucht ihr? Dann war es so eine Zeitraum, wo sie halt gesagt haben, hey, wir können euch gerade nicht gebrauchen, weil im Prinzip wir müssen immer noch das umsetzen, was ihr vor 2 Wochen entschieden habt zu machen. Und da ist so, dann fragst du halt, kann ich nochmal helfen, kann ich nicht helfen? Und dieses, im Prinzip ist eigentlich sogar dauerhaft. Wir haben ganz oft über Slack kommuniziert oder einige haben dann über WhatsApp, haben WhatsApp-Gruppen gemacht und haben darüber halt im so, hey, wir bräuchten das und das noch, hey, wie sieht das aus? Also du suchst dir wirklich dein Kommunikationsmodul aus und dann kannst du sagen, hey, ich zum Beispiel war meistens nur abends erreichbar. Ich habe halt tagsüber andere Dinge auch noch zu tun. Und dann war so, hey, wenn irgendwas Wichtiges in dem Bereich ist, ich bin ab 17 Uhr erreichbar bis Ultimo. Schreibt mir, ich kümmere mich, ich antworte dann sofort. Oder wenn was Dringliches war, dann hat mich halt derjenige aus einem anderen Kurs angestupst, du, die so und so hat geschrieben, sie bräuchten mal kurz was, kannst du kurz mal reingucken. Also du versuchst wirklich so schnell wie möglich die ganze, diesen Kommunikation abzuschließen. Und wir hatten es auch ganz viel jetzt mit dieser Firma, wo wir dieses eine andere Projekt hatten. Die kommunizieren nur über Slack zum Beispiel. Und das hat sich dann bei uns halt so eingebürgert, wir kommunizieren über Slack. Ja. Frage beantwortet? Hat das deine Frage beantwortet? Ja, super. Gibt es denn noch offene Fragen? So, so. Schön, dass es so viele Fragen gibt. Sorry, das hat sich nicht gut angehört. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.